schwierig, wenn man jetzt auch rausguckt aus dem Bus und weiß, ja, dass wir hier schon eigentlich von ziemlicher Armut umgeben sind. Und mich persönlich nimmt das auch ziemlich mit. Und ja, ist einfach schwierig, wenn man weiß, dass man hier in so einer Hoteloase ist, alles hinterhergereicht bekommt und hier draußen fahren sie mit Eselkutschen durch die Gegend und die Kinder, weiß nicht, verkaufen ein bisschen Wasser an der Straße. Das nimmt mich persönlich ein bisschen mit und ist schwierig. Und ja, aber wie gesagt, wir müssen uns auf Handball konzentrieren und ja, das tun wir auch. Ja, ist natürlich eine schwierige Situation und wir sehen das natürlich auch kritisch, weil es geht um unsere Gesundheit und die Gesundheit jedes einzelnen Spielers. Und ich habe es persönlich mitgemacht. Ich weiß, dass das kein Zuckerstecken sein muss, wenn man sich dann wirklich infiziert und dann erkrankt. Und es kann auch Langzeitschäden davontragen, auch für uns gute Athleten oder gesunde Sportler, sage ich mal so. Das ist nicht immer symptomfrei. Und ja, deshalb ist es ein schwieriges Thema. Ich hoffe jetzt einfach, dass jetzt täglich getestet wird, morgen vorm Spiel auch nochmal getestet wird, dass das Risiko möglichst minimiert werden kann. Und ja, wir werden noch mehr darauf achten, ja, möglichst wenig Kontakt zu haben. Natürlich beim Spiel hat man automatisch Kontakt. Aber ja, wir müssen Handball spielen und jeder hat sich dazu entschlossen, als er hierher kam, dass er dieses Risiko in Kauf nimmt. Und ja, dann müssen wir damit leben. Aber ja, ich hoffe einfach, dass da jetzt verantwortungsbewusste Entscheidungen getroffen werden. Aber das können wir Spieler jetzt wenig beeinflussen.